So, Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Harry Potter und der Feuerkelch. Heute geht's weiter mit Kräuterkunde und hoffentlich lernen wir da einen neuen Zauber. Diesmal nehmen wir Ron. In der letzten Folge hatten wir Hermine ausgewählt. Bei den Karten erinnere ich nichts. Die sind ganz gut bei Ron. Was die anderen zwei so machen, müssen die sehen. Eine Nachricht von Neville. Hier steht, sucht im Kräuterkunde-Gewächshaus nach Dianthuskraut. Damit kann man eine Stunde unter Wasser atmen. So, und wir starten hier auf einer der Mauern von Hogwarts. Warum auch nicht? Ja, dieses Gewächshaus kennen wir ja auch schon von den Vorgängerspielen. Hier ist direkt ein magischer noch mehr Bohnen. Schild. Ich mag diese Bohnen sehr. Oh je, kannst du endlich mal mit deinen Bohnen aufhören, Ron? Ja, ich habe so ein bisschen Gefühl, es knistert ein bisschen. Also im positiven Sinne zwischen Ron und Hermine, oder? Seid ihr ehrlich? Ein bisschen schon. Finde ich ganz süß. Können wir mit dem Stein die Dinger plätten? Nö. Da! Hier gibt es auch mehrere Wege. Wingardium Leviosa! Ich schätze mal, hier geht's ja dann wahrscheinlich in die richtige Richtung. Wie können wir das Ding... Ah, guck mal, da. Das Ding muss spawnen. Aber es spawnt nicht. Warum spawnt der Kollege hier nicht? Okay. Na, dann gehen wir mal weiter. Weil der Schild, der wäre nicht so schlecht. Autsch! Für die nächste trimagische Aufgabe brauchen wir vier Stück. Ja, okay. Ach, perfekt. Oh, was ist das? Ich glaube, hier lernen wir jetzt wirklich einen neuen Zauberspruch. Der Herbivikus-Zauber. Klasse! Toller Zauber. Wahrscheinlich können wir mit dem Pflanzen wachsen lassen oder irgendwie Können sowas. Wir nicht versuchen, diese Pflanze wachsen zu lassen? Autsch, aber wie? Diese Pflanze hat Dornen. Und ich wette, sie sind ziemlich spitz, was? Ich glaube, so geht's. An dieser Pflanze tut man sicher weh. Alter. Nun, das liegt sicher an den Dornen, Harry. Ah, ja. Aber wie kann ich den aktivieren, den Zauber? Nee. Es ging doch immer mit. Wie kann man denn die Pflanze wachsen lassen? Herbivikus! Oh! Herbivikus! Ah, man kann es aber nur bei denen machen. Okay. Hey, da drüben, Bohnen! Sammelt die Bohnen! Was macht man dann? Man lässt die Dinger pflanzen, wachsen. Okay. Und passiert dann was? Ich glaube, es hat aber nichts mit der Pflanze da drüben zu tun, die wir bräuchten, um das Schild zu befreien. Azio! Noch mehr Bohnen! Okay, ein Ding sehe ich noch, eine Sprosse. Okay, hab nichts gesagt. Zwei.
Opere Tractum! Und nun? Ja, wie? Und jetzt gibt's da nichts? Ah, okay. Hier, die können wir aufleben lassen. Aber was bringt das denn, wenn wir die ganzen Blumen... Wingardium Leviosa! Ich würde halt gern, dass das Ding da respawnt, aber... Weird. Jetzt muss man drauf springen. Magicus Extremus! Vielleicht muss man hier echt alles wachsen lassen und dann passiert irgendwas. Gabimikus! Ich meine, da oben ist noch was. Oder? Aha. Ja. Ich habe so das Gefühl, wenn man alles wachsen lässt, was geht, dann kriegt man eine Belohnung. Aber... Kaufe Retraktum! Sieht ja schlecht aus. Was ist denn da los? Kann man hier noch was machen? Nee? Na, schöne Musik. Hier gefällt's mir irgendwie. Bis auf, dass ich die Rätsel alle nicht check. Oder irgendwas anderes falsch mache. Autsch! Wingardium Leviosa! Oh! Perfekt, Ron. Na gut, dann ist es so. Accio! Dann gehen wir mal weiter in dem Level. Gabimikus! Ah, und dann... Ah, krass. Wir könnten an diesen Pflanzen hochklettern, wenn sie ein bisschen größer wären. Cool. Das ist ein cooler Zauber. Oh, und das erinnert mich stark an die Kammer des Schreckens. Das sieht ja echt cool aus, wieder mit diesen Drachen. Das ist ja wirklich die Upgrade-Variante von die Kammer des Schreckens, was das Kräuterhaus angeht, oder die... Es ist wirklich heiß hier. Das haben Gewächshäuser nun mal so an sich, Ronald. Oh. Ich würde vorschlagen, es mal mit einem Zauber zu versuchen, Ronald. Ah, okay. Wäre ich jetzt Nein, gar nicht drauf gekommen. Mit den Flüchen, sonst kriegen wir den Eiter ab. Frag mich halt, wie man an dieses Schild vom Anfang kommt. Gabimikus! Vermiculus! Alter, wie viele gibt's denn von denen? Carpe Retractum! Das ist jetzt ein Witz. Wendet keine Flüche auf sie an, sie verspritzen Eiter! Was können wir denn sonst machen? Vermiculus! Ja, geschafft! Ah! Bohnen! Gabimikus! Vermiculus! Nein, geh weg! Weg mit dir! Carpe Retractum! Orchideus! Inflatus! Groß!
dich. Oh, eine Bohne. Hört auf, sie mit Flüchen anzugreifen. Der ganze Alltag quillt sonst raus. Darauf kann ich gerne verzichten. Seht euch das an. Sie scheinen ganz verrückt nach diesen Blüten zu sein. Okay. Wenigstens riechen sie besser als Hagrids Duftwässerchen. Ah, das lenkt die so ab. Okay, okay. Herbivikus! Vermiculus! Okay, ich check's zwar immer noch nicht ganz, wie man da hochkommt, aber Wurst. Azio! Vielleicht soll man da auch gar nicht hoch. Carpere Tractum! Nein! Inflatus! Herbivikus! Nein! Alter, nerven die! Sonst kriegen wir den Alter ab! Ich brauch mehr trimagische Schilde! Nein! Ah, scheiß drauf. Ich bin sicher, dass wir diese Blätter öffnen können. Brillant! Au! Carpere Tractum! Wingardium Leviosa! Bums! Herbivikus! Jetzt habe ich aber auch noch nicht ganz verstanden, wie wir hier weiterkommen. Oder habt ihr es verstanden? Man müsste ja eigentlich jetzt hier hoch, oder? Ja, perfekt, jetzt die Spawn. Inflatus! Herbivikus! Dann kommt man hier nicht weiter. Ausgezeichnet! Ah, die spawnen ja auch. Unendlich! Das war prima! Okay, aber wie kriegt man dieses Ding umgeschubst? Einfach einen Fluch drauf? Ah, das muss man safe auch wieder von der anderen Seite runterziehen. Ah, das ist aber auch hier. Also das Leveldesign, muss ich sagen, gefällt mir nicht so gut in dem Spiel. Das ist sehr oft so dreimal im Kreis laufen. Wobei du im Grunde ja einfach nur einen Wegstoßzauber bräuchtest und... Dann hättest du sie. Warum spawnen diese Mistgegner die ganze Zeit? Ach. Oh, nee. Bodenlos. Accio! Sie hat mich gestochen! Vermiculus! Wie viele sind denn das mittlerweile? Ah, es geht. Nein! Nein! Oh mein Gott. Doch, verflucht sie. Inflatus! Geschafft! Oh, da kommt die nächste.
Sichere Traktum! Aha. Muss ich das Ding nochmal aufmachen? Damit die da weggehen. Was los, Hermine? Nein, nein. Komm, krieg's alleine hin. Nein. Natürlich nicht. Das Level ist aber auch irgendwie. Kaufe den Traktum! Weiß ich nicht. So, haben wir jetzt genug Zeit? Das wollte ich gar nicht machen. Ach nein. Naja, die spawnen halt unendlich. Wie krieg ich denn dieses Ding jetzt da runter? Beschäftigen sich halt nur mit denen. Komm, Harry, bitte. Harry, ja! Okay. Ah. Nein, 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 nein. Auch ein bisschen nervig, dass diese Seerosen dann sich zuklappen, wenn man es zu lange lässt. Ah. Okay. Ja, und hier muss man. Das verstehe ich auch nicht, dass man da jetzt nicht rüber kann. Ja, und der sticht mich jetzt. Hier ist ein Pikunsch. Ja, ist so ein Ding, muss ich sagen. Also. Gefällt mir nicht so gut, das Spiel bisher. Mal mit Abstand jetzt das Drachenlevel rausgenommen. Was aber auch nicht so lange ging. Also diese normalen Level hier, die sind schon echt. Da muss man schon, das muss man schon wollen, finde ich. Alter. Diese Gegner sind so nervig. Die halten so viel aus. Aber auch alle. Und du musst immer diese Zauber 30 Stunden lang wirken. Also das ist echt. Ich glaube, das Spiel hat keiner geplaytestet. Ich bin ehrlich mit euch. Das Spiel hat keiner geplaytestet. Das ist okay, wenn das ein paar Mal nicht läuft. So, wisst ihr, wie ich meine? Wenn man das nicht so. Aber das ist ja jedes Level der gleiche. Die gleiche Leier. So, jetzt haben wir es wenigstens mal hierhin geschafft. Oh nein. Und jetzt? Und jetzt? Nein. Sie hat mich mit ihrem Stachel erwischt. Jetzt muss man wieder. Ja, wir waren ja schon auf der anderen Seite. Ich habe es aber nicht gesehen. Ah. Ich bin euch ehrlich. Ich hoffe, die also die letzten zwei Trimagischen Turniermissionen, die werden noch gut. Weil ich bin ehrlich, mit den normalen Leveln freue ich mich nicht mehr an in dem Spiel. Die sind echt scheiße. Also ich kann es in dem Spiel unterschreiben. Das ist ja mal gar nichts im Vergleich zu den anderen. Alter, Alter, nervt das Mistviech. Wir sind ja so gut. Aber das musst du auch erstmal sehen. Ja, du musst das Ding draufschauen. Ja. Hört auf, Lüche zu verwenden. Das bringt die Geschwister zum Platzen. Bitte. Hat's das gelöst? Oh, hoffentlich komme ich noch rüber. Weg. Naja, das Level ist echt ein bisschen, da kann ich mich auch gar nicht drüber aufregen. Das ist, man merkt leider, dass das ganze Spiel so ist. Man merkt echt, da wurde sich nicht groß Gedanken gemacht. Das musste released werden und gut ist. Ja, ist ein bisschen schade, weil gerade bei dem Film, boah, da hättest du so viel mehr rausholen können. Vor allem diese Mission ist super unnötig, weil das ist im Film ganz anders gemeint. Ich glaube sogar Neville besorgt da den größten Teil. Ich glaube, die leihen sich das dann irgendwie auch nur nochmal bei. Bei Snape, das hätte man rauslassen können. Diese Mission ist völlig unnötig. Da hätte man was ganz anderes machen können. Aber dafür ist das Spiel nicht ausgelegt. Das Spiel ist genau für solche Level ausgelegt, leider. Da unten ist wieder so ein Kollege. Naja. Vor allem das Lustige ist, wir finden ja gar keine trimagischen Schilde in diesem Level. Was blöd ist, weil wir brauchen 4 Stück. Um dann das nächste Level zu spielen. Das ist auch so unnötig, finde ich. Unnötig gemacht. Hol? Haben wir den schon gekillt? Ja. Er hat mich verbrannt! Oh. Au! Oh. Oh, ein Abstand!
Schatten steht in einem Feuer! Weg mit ihm. Okay. Löschen wir mal schnell. Aber ich verstehe schon, warum Leute meinen, ne? Das ist es jetzt nicht. Ah, da ist doch ein Schild. Ja, vielleicht kriegen wir wenigstens den. Ah, da muss man aber sicher auch wieder. Ah, nein. Kommt aus dem Feuer raus! Wie kommt man da hoch? Azio! Ja, auch diese Rätsel, das ist immer so dreimal im Kreis laufen, dann kriegst du es beim vierten Mal dahin. Das ist halt, na, hier braucht man vielleicht so einen großen Stein. Oh, gut, dass hier keiner Vingardium ist. Leviosa. Die hat einfach mal beide weggehauen. Hä? Ist hier irgendwo ein großer Stall? Ja, das Ding, da kann man aber nicht drauf klettern. Ist da noch irgendein Tor? Vingardium Leviosa! Oder? Kann man hier nicht rein? Nee. Okay, gibt es hier irgendwo einen ganz, ganz großen Stein, den man bewegen kann? Sieht schlecht aus. Wie soll man denn dann da hochkommen? Warum sind diese ganzen Rätsel so null intuitiv? Ich meine, man kann da ja offensichtlich hoch. Aber man braucht irgendwas, um hochzukommen. Naja. Alter, diese fetten Viecher, wie die da schon durch das Ding gehen. Oh nein, sie kommen wieder. Ah, oh, da ist auch ein Schild, aber ich weiß auch nicht, wie man dann da... Ah, nee, das ist nicht chillig, das Level. Ach, das Scheiße. Das wird mein Hasslevel. Ich sehe es jetzt schon. Allein diese fetten Mistviecher. Scheiße. Ah, nee. Wie lange dauert das denn, bis die mal platzen? Nein. Harpere Traktum! Hat mich gestochen! Jawohl, geschafft! Man kann sie doch einfach zerfluchen. Ja, geschafft! Nein. Nein. Hey, da drüben, Bohnen! Klasse! Ja! Ja, ich bin geschnallt! Oh, nerven die! Wie kann man die denn jetzt mal wegkriegen? Die spawnen ja als wieder, die Mistviecher. Ist doch gar kein Fluch oder irgendwie so eine Blume, wo die kleben bleiben. Sind wir nicht brillant? Warum geht das denn nicht? Warum dauert es so lange? Warum dauert alles in diesem Spiel so lange? Und man kriegt es wahrscheinlich nicht alleine. Ja, also, was soll ich euch sagen? Das Level ist scheiße hoch 12. Wer hat sich den Müll ausgedacht? Komm, vielleicht kriegen wir wenigstens das hier rüber. Nee. Was sind denn hier überhaupt die Blumen? Womit man die ab... Ja. Was ist denn das für ein Level? Meine Güte. Und wie soll man an dieses Ding da kommen? Vielleicht mit Aktio? Es wäre auch krass, wenn man so einen richtig starken Aktio hätte, der einfach alles weghaut. Aber dieses Level ist Bullshit hoch 10. Niemand braucht's. Es hat nichts mit der Geschichte zu tun. Es bringt hier auch nichts voran. Genauso wie das mit dem Ei. Das ist unnötig dazu gesponnener Müll. Und jetzt ist die Brücke wieder unten. Okay. Das habe ich auch noch umsonst gemacht. Ah ne, man kriegt die Brücken ja gar nicht. Stimmt, habe ich ja vergessen.
Ja, verstehe ich. Aber ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Geht's überhaupt weiter? Weil diesmal wirklich, ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Die Brücken kriegt man offensichtlich alleine nicht rüber. Okay, dann machen wir es halt so. Das war großartig! Aber die spawnen halt schnell nach. Das war großartig! Vielleicht geht's dann schneller. Oh, ich sterb nochmal, ja moin. Herr Nikolus! Geschafft! Komm, 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 komm! Schnell jetzt! Aber. Ja, okay. Die buggt da rum. Aber ich kann das nicht alleine machen. Das ist ja der Witz. Was soll ich machen? Großartig! Bin ich hier völlig falsch? Ja, ich kann es halt nicht alleine machen. Ja, toll. Zwar Bohnen, aber bringt mir doch nichts. Da geht's ja offensichtlich weiter. Was soll man hier machen? Man kann ja auch nicht springen und nix. Ja, perfekt. Ich hab keine Ahnung. Okay. Ich weiß es leider nicht. Dann würde ich sagen, beenden wir die Folge. Ich guck mal nach, weil das kann es jetzt nicht sein hier mit dem Müll. Ah, Freunde. Ich muss echt sagen, das Spiel... Boah. Da muss aber noch was kommen in den letzten Leveln, weil das hier ist echt Bullshit. Das kannst du ja nicht spielen. Das ist ja echt broken, der Shit. Entweder bin ich hier zu früh falsch abgebogen. Aber nee, irgendwie auch nicht. Keine Ahnung. Gut, dann wäre es das von mir gewesen. Was macht Hermine da? Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.